Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Dieses Mal wollen wir euch die Schuffel vorstellen. Ein Gartengerät zum Entfernen von Unkraut. Sicher auch nicht das bekannteste Gartenutensil, aber auch dieses erweist sich als durchaus nützlich. Aber seht selbst, wir haben wieder einmal die beiden Produkte von Wolf Garten und Gardena genauer in die Lupe genommen. Zuerst testeten wir die Schuffel von Wolf Garten. Sie gehört zum Multistar-Stecksystem und benötigt zusätzlich einen Stiel. Da die Schuffel gehärtet ist, soll sie besonders stabil sein. Mit diesem Gartengerät lässt es sich leicht arbeiten. Es gräbt sich unter die Erdoberfläche und schneidet dabei das Unkraut ab. Anschließend braucht das Unkraut nur mit dem Rechen entfernt zu werden. Bei trockenem Wetter kann man die kleinen Pflanzenreste auch liegen lassen. Besonders praktisch ist die Schuffel auf Wegen, wo sie kleine Unkräuter mühelos abtrennt, ohne den Boden zu sehr aufzulockern. Als nächstes haben wir die Schuffel von Gardena ausprobiert. Sie besteht aus hochwertigem Stahl und ist mit Duroplast beschichtet. Auch zu dieser Schuffel benötigt ihr einen Stiel, der aus dem Kombisystem von Gardena Garten stammt. Die Schuffel gleitet leicht unter die Erdoberfläche und trennt kleinere Unkräuter von ihren Wurzeln. Auf lockeren Böden wie auf Wegen leistet das Gartengerät eine gute Arbeit. Anschließend braucht man nur noch alles mit den Rechen zusammenkehren. Vergleicht man die beiden Gartengeräte miteinander, ist die Schuffel von Wolf Garten der Testsieger, weil es sich damit etwas leichter arbeiten lässt. Sie hat schärfere Kanten und eine breitere Arbeitsfläche. Die Unterseite der Schuffel von Gardena weist Wölbungen auf, an denen Erdreste hängen bleiben. Die Schuffel von Wolf Garten hat jedoch eine glatte Unterseite. Allerdings sind während der Arbeit die Unterschiede so gering, dass wir sowohl die Schuffel von Wolf Garten als auch die von Gardena empfehlen können. Mit beiden lassen sich Unkräuter leicht entfernen, ohne dass der Boden zu sehr aufgewühlt wird. Wir hoffen, dir hat dieses kleine Video gefallen. Falls noch nicht gesehen, lass uns gerne ein Abo da und schau dir auch unsere weiteren Videos an. Wenn du noch mehr erfahren möchtest, findest du alle Informationen in unserem Gartenmagazin unter gartenzeile.de. Bis zum nächsten Mal.